Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte einen Make-up-Look mit der linken Hand schminken. Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu lang. Ich benutze von Moi von Stephanie Giseling eine Glowy Day Cream als Basis und trage mir natürlich alles mit der linken Hand auf. Ich bin Rechtshänderin und sag mal Rechtshändlerin? Ne, ich handle ja nicht mit meiner Hand. Egal. Ich wollte eh danach duschen gehen, von daher, ja, ich bin noch etwas erkältet, aber ich bin schon auf einem guten Weg, sagen wir mal so. So, als Primer trage ich mir mit der linken Hand, was trage ich mir da auf? Ja, meinen Ding, ich müsste eigentlich einen Verband drauf machen, damit ich sie gar nicht benutze. Ab und zu benutze ich die linke Hand, aber natürlich nicht so extrem, wie ich jetzt meine rechte Hand benutze. Und deswegen ist das schon eine mega Challenge. Wir haben das bei den Mädels gemacht und ich dachte, es ist doch noch cool, ein Video dazu zu drehen. Ja, ich benutze meinen liebsten Bufferpinsel und buffer mir das an. Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, überhaupt einen Pinsel in der Hand zu halten. Probiert's mal aus. Es ist echt irre. Eigentlich total beknackt, aber ja, was soll's. So, es ist Ostermontag und ich dachte, also die Hand bewegt sich nicht, das ist eher mein Kopf, der sich so dreht. Das gibt was, ne? Das gibt was. Und blind schminken wollte ich auch unbedingt mal. Ja, man sieht noch hier, meine Nase ist total gerötet vom Naseputzen. Ich war eine Woche komplett richtig eklig. So, dann benutzen wir Foundation. Zurzeit benutze ich, um sie einfach leer zu machen. Ich finde, der Gestank ist so übelst von dieser Foundation. Das ist, kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Also, die Foundation an sich ist super klasse. Würden sie da noch einen Hauch von irgendwas anderes wie Lackfarbe reinmachen, wäre es perfekt. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse passen. Ich filme gerade mit Tageslicht und ich versuche auch irgendwas noch hinten hinzustellen. Ihr seht, ich bin da eher grobmotorisch unterwegs. Ich halte jetzt schon wieder mein Pinsel mit der rechten Hand. Aber, ja. Gott sei Dank gibt es den Beauty Blender, der die ganze Schande hier wieder richtig macht. Irgendwie ist die Deckkraft gerade überhaupt nicht gut. Hallo? Sie ist noch nicht leer. Das kann doch gar nicht sein. Ich benutze sie aber seit einer Woche jeden Tag. Hallo? Foundation. Oh ja, okay. Machen wir es so. Das ist, wenn die Foundation so pastös sind, dann kommen sie als mit dem Pumpspender gar nicht richtig raus. Da finde ich Spatel besser. Ihr seht, es ist so unschön. Ich werde jetzt erstmal einen Schwamm mitnehmen und versuchen mir das so schön wie es geht, nur aufzutragen. Weil die Grundlage ist eigentlich das A und O. Und außerdem ist es ja gut, wenn man mal die Gehirnzellen auf der anderen Seite trainiert. Ich habe mich auch nicht richtig abgeschminkt. Also gestern Abend zwar abgeschminkt, aber ich sehe, ich habe noch ein paar Reste. Das macht nichts. Ich habe mein Gesicht gewaschen, ist ja klar, Zähne auch. Was habt ihr denn Schönes an Ostern gemacht? Wir haben jetzt gegrillt. Kennt ihr Schaschlik? Oh, ich liebe Schaschlik. Mit Zwiebeln eingelegt in Essig. Hammer. Hammer. Ja. Okay. Ich trage mir Concealer auf. Dann nehme ich den von Essence. Aber im Endeffekt ist auch egal, was wir nehmen. Es ist mit der linken Hand. Es ist schon alleine, das dauert ein bisschen länger als üblich und ich habe das Gefühl, es macht schon was aus, wenn man das mit seiner Hand macht, die einfach schon gekonnt ist. Irgendwie, ja, wenn nicht, sieht es immer schöner aus. Naja, wir werden sehen. Was dabei rauskommt, ich puder ab und zwar benutze ich meine NYX Palette und da benutze ich den hellen und den gelben Ton und gebe mir den mal unter die Augen. Ich finde eigentlich, die Mischung macht's. Und ich finde das Puder unter den Augen wirklich nicht schlecht. Das macht gar nicht so alt, wie man sich heutzutage fühlen kann. Ja,
zum groben Abpudern benutze ich ein anderes Pudern. Da benutze ich das Fit Me in Lose. Ich muss sagen, ich dachte erst, ich mag das nicht so. Also wenn ich wirklich Deckkraft habe, also todesmatt sein möchte, dann finde ich das nicht schlecht. Aber für so einen glowy Look, das nimmt euch Leben weg. Das hattet ihr noch nicht mal. Also das ist echt extrem. Ja, mal gucken. Vielleicht wird das ja mein Hobby, mit der linken Hand sich zu schminken. Ich denke eher nicht, aber man weiß ja nie. So. Die linke Hand ist ja grobmotorisch unterwegs. Ich benutze diesen Braunton hier. Ja, die Hand arbeitet irgendwie so behindikindi. Ich benutze doch den helleren. Ich glaube, diese... Ich glaube, diese Palette muss ich allgemein mal pressen in ein Fännchen, dass es einen schönen Ton gibt irgendwie. Ich bin nicht so zufrieden. Ihr seht, das sieht genauso scheiße aus. Vorher. Ja, naja, mit der rechten passiert mir das auch, weil die Palette einfach zu gut pigmentiert ist. Es gibt eigentlich fast kein zu gut, bis auf Gesichtsprodukte. Ich finde das nicht schön. Und wenn man dann noch nicht richtig gezettet hat, dann ist es vorbei. Okay, dann tragen wir uns auch den Highlighter auf, weil wir schminken uns eh ab. Ich benutze den Highlighter hier und den hier großzügig auf meinem Gesicht. Uah, so. Schön unter die Augen. Das sieht kacke aus. Also schon unglücklich. Schon unglücklich. Dann machen wir mal die Augenbrauen. Die Augenbrauen mache ich ja zurzeit gerne mit meinem Stift. Ich habe mein Stiftchen. Nicht. Lidstrich wird natürlich bestimmt der absolute Knaller sein. Man hat gar kein Gefühl, wie stark man eigentlich drauf drückt. Ausblenden. Linkshändler haben es nicht einfach, links mit der linken Hand zu arbeiten, obwohl die denken sich das bestimmt bei rechts auch. Oh Gott. Ja, wir machen zu. Dann benutze ich Augenbrauengel, das benutze ich ja gerne. Hier hinten. Ich hoffe... Richtiger Grobmotoriker. Wirklich Grobmotoriker. Ich glaube, ich muss näher kommen, dann bin ich auch heller, ne? Okay, meine Lieben. Naja, ein bisschen verkackt habe ich das natürlich schon. Also, es hätte mich auch gewundert, wenn es mit der linken Hand super funktioniert hätte. Ich bin ja gespannt, was Blindschminken so alles hermacht. Gut, ich mache mir den Rest, den ich mir so verkackt habe, versuche ich natürlich mit der linken Hand wieder sauber zu machen. Das lassen wir aber ganz schnell. Wir tragen uns Eye Primer auf. So. Und das verblende ich dann mit dem Pinsel. Ich bin super gespannt und ich wollte noch eine Palette von Jaclyn Hill ausprobieren. Ich wollte ausprobieren mit euch zusammen, natürlich blöderweise mit der linken Hand, aber so ist es. Ja, okay. Wir nehmen den hier von Jaclyn Hill. Das ist das hier, das gute Stück hier. Das heißt auch Ring the Alarm und ja. Als Transition Color benutze ich dieses helle Orange hier.
Das versuche ich mir jetzt irgendwie aufzutragen. Also ihr seht, ich mache das hier alles mit links. Nee, das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Manche können das, gell? Mit links und blind. Und das sieht dann genauso schön aus wie mit rechts. Aber ich kann das nicht. Ich sehe das jetzt schon. Ich bin auf den Eyeliner mal gespannt. Bin sowas gespannt von den Eyeliner. So. Das reicht schon. Schon. Okay. Ich benutze von dieser Palette dann das hier. Das ist so ein schöner lila Ton. Pff, boom. Das macht bestimmt Wunden gleich in meine Augen. Ich hole euch doch noch mal näher dran. Ich denke, dass das schon interessant sein kann. Ne? Von daher. Vielleicht gibt es auch noch mal eine. Nochmal, ich übe mal mit der linken Hand. Nee, tue ich nicht. Lieber mit rechts. Naja, die Farben kommen schön raus. Das muss man ja schon sagen. Dann benutze ich nochmal das Orange. Wie macht ihr das mit der linken Hand? Das geht doch gar nicht. Das geht doch überhaupt nicht. Dann möchte ich diesen wunderschönen Rotton hier in Schimmer ausprobieren. Den hier. Und den trage ich mal aufs bewegliche Lid auf. Also ich weiß es nicht. Man wächst ja so ein bisschen. Der ist sehr gut pigmentiert. So. Ich habe ja kein Gefühl in meinen Händen. Dann benutze ich den lilanen nochmal. An sich ja tolle Farben, wirklich. Jetzt kommen wir mal zum Lidstrich. Mein Innending highlighte ich mit dem Stift. Also die Palette finde ich schon mal gut. Mit diesem Stift hier von Essence. Da trage ich mir so ein bisschen Highlighter auf. Und auch hier. Ups. Aus. Dann kommen wir zum Lidstrich. Ich hoffe, ihr seht alles. Wie gesagt, ich hoffe, ich verschwinde nicht. Seht ihr alles hier? Wing. Wie setzt man dann den Wing bei links an? Auf. Ab. Ja, das ist fast wie blind schminken. Der Wink ist gut, aber hier, der Wing meine ich. Ich zitter ja eh schon immer beim Wing ziehen. Keine Ahnung, wie ihr das macht. Und ich meine, der Look soll ja nicht hübsch, hübsch sein. Ich lag jetzt auf meinem Schwamm, das war jetzt ein bisschen eklig. Ein bisschen Augenentzündung lässt grüßen. Ich korrigiere selten, es fällt mir ein. So, dann fehlt uns natürlich ein bisschen Blusher und Highlighter und so.
Wir machen erstmal Mascara und dann Lippenstift. Und wenn wir dann noch Zeit haben. Ich benutze heute mal. Das ist so komisch. Leute, das ist so komisch. So an sich von Weitem sieht das gar nicht so verkehrt aus, denke ich. Aber vom Nahen sieht das einfach aus, als könnte ich nicht. Wobei manchmal sieht das bei mir auch so mit der rechten Hand aus. Läuft bei mir, Bruder und Schwester. Okay, Lippenstift. Ich wollte unbedingt irgendwas Knalliges nehmen, damit wir den Effekt auch sehen. Und da benutze ich den von BH Cosmetics in der Farbe Loyal und trage den mir auf. Ich meine, ich kann ja nicht meinen Lippenstift mit der rechten Hand auftragen, also erwartet hier nichts Großartiges. Bisschen größere Lippen schminken, klappt auch. Okay, uns fehlt auf jeden Fall noch Rouge. Da können wir auch ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich bin so dunkel. Also ich bin so, wie nennt man das? Ich sehe so blass aus. Also ich benutze die linke Hand kaum. Ich benutze eher die rechte. Und tue mit meinem Gesicht lieber. So, Highlighter haben wir ja schon. Dann würde ich sagen, ist unser Look ja fertig. Setting Spray und dann sind wir ready. Hallo, das ging ja schnell. Unter 20 Minuten. Geduscht ist gut. Ja, ich hoffe, es hat euch Fun gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch die Bilder machen. Ich komme mal ein Stück näher zu euch und zeige euch mal, wie meine Augen geworden sind. Ich denke, man sieht die Lippen. Bisschen übergemalt, passt. So an sich kein verkehrter Look. Auch der Look an sich gefällt mir gut. Passt gut zu meinem Oberteil hier. Diese roten Augen aber abschminken. Meine Kontur, die ist auch mit der rechten Hand so. Weil die Palette einfach scheiße ist. Ja, ansonsten, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Nicht so schlecht. Klar, Augen-Make-up ist jetzt nicht so sauber geworden. Aber hätte ich ein bisschen mehr Zeit, vielleicht hätte ich es geschafft, ein bisschen softer zu machen. Ich hoffe, ihr hattet Fun. Vielleicht gibt es 2.0 mit der linken Hand. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, Spaß gemacht. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Ciao!